all diejenigen, die sagen, ich möchte jetzt mal schnell ein paar Kilos verlieren und die gut auf Brötchen, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Müsli, zuckerhaltige Getränke verzichten können, Obst, Säfte, die sind mit Low Carb gut beraten. Ganz wichtig, donnert euch nicht 5 Fleischwürste am Tag rein mit Käse überbacken, so nach dem Motto, ist ja Low Carb, hat ja keine Kohlenhydrate, sondern achtet einfach darauf, dass ihr mit viel Gemüse arbeitet. Es gibt Gemüsearten wie Mais zum Beispiel, die einen relativ hohen Kohlenhydratanteil haben, aber ansonsten ist Gemüse eigentlich immer geeignet. Viel Gemüse, dann, wenn ihr, ich sag jetzt mal, vegan unterwegs seid, dann viel mit Tofu, Kichererbsen, Hülsenfrüchte, also Bohnen, Linsen arbeiten. Wenn ihr nicht vegan seid, macht ihr das mit magerem Fleisch und Fisch. Und guckt, dass ihr nicht zu viel Fett esst. Ich weiß, es wird immer empfohlen, ja, Fett muss hochgehalten werden. Am besten löffelt ihr pro Tag ein Mayonnaiseglas leer. Nein, das ist nicht gesund. Also bei all dem, wo wir jetzt abnehmen wollen und uns körperlich optimieren möchten, wir brauchen viel Gemüse für die Darmflora, damit das auch alles optimal funktioniert und damit wir trotzdem fit sind, weil normalerweise, wenn ihr eine Low-Carb-Phase, also alle Kohlenhydrate weglasst, möglichst, also jetzt müsst ihr No-Carb, also dass ihr auf Null geht, aber ihr dürft halt nicht bei, ich sag jetzt mal, bei 200 Gramm, 150 Gramm, auch nicht 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag liegen und euch wundern, warum ihr nicht abnehmt. Also, alles 150 Gramm klingt gut, Kohlenhydrate pro Tag, Leitgetränke sind erlaubt, gerade diese Eistee-Zero-Geschichten sind ganz gut, Wassertee natürlich, ganz klar.